Libyen ist in diesen Tagen in aller Munde. Staatschef Gaddafi hat seit Jahren den Ruf als Despot und Drahtzieher von Terroranschlägen in der ganzen Welt. Wie beim Bombenanschlag auf die Berliner Diskothek La Belle, heute vor 25 Jahren. Was jedoch kaum bekannt ist, die Staatssicherheit der DDR wusste von dem geplanten Terroranschlag und verriet kein Wort. Schließlich war Libyen damals ein Bruderstaat. Ein Freitagabend in der Hauptstadt. Es ist der 4. April 1986. Die Bars und Diskotheken füllen sich mit Gästen in Wochenendstimmung. Im Westberliner Club La Belle wird besonders ausgelassen getanzt. Unter den Gästen sind viele US-Soldaten, die mit den Einheimischen ihren Zahltag feiern. Die Stimmung auf der Tanzfläche ist locker und unbeschwert. Bis kurz vor 2 Uhr. An diesem Bartresen, da waren 2 Stufen. Und das ist das Letzte, woran ich mich erinnern kann, dass ich rechts noch eine große Lautsprecherbox gesehen habe. Ich dachte erstmal, ich bin erschossen worden, irgendwie, weil alles plötzlich schwarz war. Und ich nur einen Knall gehört habe und ich dachte, jetzt bist du tot. Kurz nach der Explosion treffen Polizei und Rettungskräfte am Tatort ein. Für sie ist die Situation ein Schock. Das Lokal ist durch den Bombenanschlag völlig zerstört. 2 US-Soldaten und einer Berliner Türkin kostet die Explosion das Leben. Über 200 Menschen sind zum Teil schwer verletzt. Heike Seiler kämpft im Krankenhaus wochenlang um ihr Leben. Sie hat an beiden Beinen schwerste Verbrennungen erlitten. Damals habe ich auch gedacht, ich bringe mich um, nicht? Ich habe gedacht, ich würde aus dem Fenster springen, aber ich kam ja nicht mal zum Fenster. Das Leid der Opfer erschüttert die Öffentlichkeit. In der Schockstarre wird die Fahndung nach den Attentätern erst allmählich aufgenommen. Doch für die US-Regierung stehen die Schuldigen schnell fest. Schon am nächsten Tag macht Präsident Reagan den libyschen Geheimdienst für das Attentat verantwortlich. Die USA bringen das sozialistische Gaddafi-Regime schon länger mit anti-westlichem Terrorismus in Verbindung. Als Vergeltung für den La Belle-Anschlag bombardiert die US-Luftwaffe am 15. April Tripolis und Benghazi. Während die USA schnell Tatsachen schaffen, laufen die Ermittlungen in West-Berlin zunächst ins Leere. Informationen der CIA lenken den Blick der Fahnder zwar auf die libysche Botschaft in Ost-Berlin, doch dass die Spur der Terroristen tatsächlich dorthin führt, lässt sich lange Zeit nicht zweifelsfrei beweisen. Erst nach dem Zusammenbruch der DDR sorgen Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes allmählich für Klarheit. Tobias Wunschig hat sich mit der Haltung der Stasi zum internationalen Terrorismus befasst. Für ihn steht fest, dass der DDR-Geheimdienst den Attentätern freie Hand ließ. Hauptsorge der Staatssicherheit war es, der internationale Terrorismus, der in den 70er, 80er Jahren Westeuropa bedrohte, könne in die DDR überschwappen. Den Terroristen stand zwar überhaupt nicht der Sinn danach, einen sozialistischen Staat zu attackieren, aber die Gefahr wurde von der Staatssicherheit immer erheblich überschätzt. Und so glaubte man, mit den Terroristen am besten umgehen zu können, indem man sie gewähren ließ, solange sie den Westen attackierten. Auch das besondere Verhältnis der DDR zu Libyen spielt den La Belle-Attentätern in die Karten. Für die Honecker-Regierung ist Gaddafi ein wichtiger Wirtschaftspartner und ideologisch ein Verbündeter gegenüber dem Westen. Als seine Handlanger die USA ins Visier nehmen, ist man in Ost-Berlin aber vor allem darauf bedacht, nicht in die Schusslinie zu geraten. Die Staatssicherheit erfuhr ja wenige Stunden vor dem Anschlag von dem drohenden Terrorakt. Selbst wenn man früher informiert worden wäre, hätte man sich wahrscheinlich zurückgehalten und keinen Beitrag geleistet zur Aufklärung dieses Terroranschlags. Denn man hatte eigene inoffizielle Mitarbeiter in der Gruppe drin, in der Szene, hatte Angst, einer Beteiligung, Förderung, Duldung beschuldigt zu werden und unternahm schlicht und ergreifend nichts, um diesen Gewaltakt aufzuklären. Wir haben so viel gewusst, dass wir es eigentlich hätten verhindern können, wenn wir konsequent gewesen wären. Der Stasi-Offizier Klaus Wiegand wird nach der Wende zum Kronzeugen der westdeutschen Ermittler und gibt preis, wie sehr das MFS darum bemüht war, seine Mitwisserschaft zu vertuschen und Libyen zu decken. Und die Linie war nun, alles zu unternehmen, dass die Amerikaner nicht dahinter kommen.
dass der Westen nicht dahinter kommt. Und es war die Vorgabe, na verdammt nochmal, das war ja ein erprobtes Rezept, da müssen wir eben Schuldigen finden. Wiegands Insiderwissen bringt wieder Bewegung in den Fall. Doch bevor er vor Gericht aussagen kann, kommt er unter mysteriösen Umständen zu Tode. Er wird in seinem Auto von einer Baumaschine überrollt. Erst als sich einer der Attentäter in der Hoffnung auf Straferlass stellt, kommt es doch noch zum lang erwarteten Labell-Prozess. Nun wird klar, dass drei Mitarbeiter der libyschen Botschaft in Ost-Berlin Anfang 1986 das Attentat vorbereiten und am Tag des Anschlags den Sprengstoff nach West-Berlin schmuggeln. Die Stasi sieht dabei tatenlos zu, während die westlichen Behörden offenbar ahnungslos sind. Die Stadtsicherheit kannte oftmals viel besser die Namen und die Pläne der Attentäter und man hätte einen großen Beitrag dazu leisten können, diese terroristische Gewalt einzudämmen, wenn man es denn gewollt hätte. Ende 2001 verurteilt das Berliner Landgericht drei Männer und eine deutsche Komplizin aus West-Berlin zu nur 12 bis 14 Jahren Haft. Libyen wird nicht offiziell verantwortlich gemacht. Für die Opfer des Anschlags ist das Urteil eine bittere Enttäuschung. Das hat mich dieser Prozess ja nun gelehrt, dass es nicht um Menschen geht, sondern um politische Dinge. Es geht doch auch um viel Geld, es geht um wirtschaftliche, ums Öl zum Beispiel auch. Und ich denke mal, da wird die Bundesrepublik doch Libyen auch nicht so auf die Zehen treten, dass Libyen jetzt aufgefordert wird, zahlt ihr mal schön. Gaddafi entschädigt die Opfer trotzdem, aus Imagegründen. Über seine persönliche Verantwortung bleiben daher wenig Zweifel.